Weiter mit Stellaris hier live auf Twitch bei WBs Junger Herde und auch auf YouTube bei unserem Writing Bull mit Stellaris. Hier in der Bibliothek befinden wir uns gerade. Die graben wir nämlich aus in den längst vergessenen Ruinen. Wir haben eindeutige Anzeichen dafür entdeckt, dass Antares 6 einst nicht besiedelt war. Wo liegt denn das nochmal? Kleine Erinnerung, Antares 6 liegt... Da. Ah ja, da hier, wo wir gerade ausgraben. Okay. Wie sieht Antares 6 aus? Können wir uns das ein bisschen anzeigen lassen? Das ist der Planet, Leute. Das ist der Planet, auf dem wir Ausgrabungen betreiben. Und was auch immer diese Zivilisation vernichtet hat, hat dabei sehr gründliche Arbeit geleistet. Es wurden nur sehr wenige brauchbare Überreste gefunden. Unsere Scanner haben mehrere große Hohlräume tief unter der Oberfläche entdeckt, in denen einst Leben existiert haben könnte. Vielleicht haben wir dort mehr Glück, etwas zu finden. Ja, weiter graben, ein Artefakt dazu bekommen. Weiter. Unsere Archäologin, oder Archäologe, ist jetzt auch auf Stufe 3. Sehr gut. Ja, ne, das ist manchmal, man muss immer gucken, wo man die Ausgrabung gerade macht, ne? Flotten weiter ausbauen, berechtigter Hinweis. Wir produzieren inzwischen wieder ganz gut Legierungen. Aber wir haben noch nichts verpasst. Wir können schon mal die nächsten Kreuzer einstellen. Wieder einmal Trägerklasse. Dann nochmal so und nochmal so. Ach, und das ist jetzt die Kristallsinnflut, die entstanden ist. Ist ja witzig. Die soll natürlich beides Nachschub sein, ne? Nicht die Piratenschlechter, die will ich gar nicht haben. Und die will ich einmal zusammenfassen. Im Nachschub, genau. Und wenn die fertig sind... Hier sind sogar ein paar Korvetten mit drin. Wir können die eigentlich schon mal nach oben schicken. Na, wir warten mal noch ab. Wir wollen ja hier Krieg führen. Inzwischen ist die Flotte weg. Sehen wir hier die irgendwo? Also ich gehe davon aus, dass die hier Vagiquitium eben schon erobert worden von dem. Ich glaube, die sind hier unterwegs. Also vielleicht können wir das jetzt mal nutzen. Wir schicken mal unsere... Nicht unsere Piraten schlechter. Unsere vier Kreuzer, die wir haben als Nachschub, die können wir schon mal nach oben schicken, falls wir die dort brauchen. Die anderen werden ja noch die werden ja nachher noch weiter produziert werden. Die kommen dann einfach mit dazu. Und ja, wollen wir denen jetzt den Krieg erklären, Leute? Den Kristallwesen. Haben wir hier schon Anspruch drauf? Unidentifiziertes Reich 10, Kitarisches Königreich 2, Yastun 1. Ich glaube, wir erklären den Krieg, Leute. Und wenn das gut klappt, vielleicht können wir ja dann auch den anderen hier mal Anspruch erklären. Ich glaube, jetzt ist günstiger. Als später. Jetzt kostet das 87. Ich glaube, es ist doppelt so teuer, wenn wir bereits im Krieg sind und dann merken, es läuft eigentlich ganz gut. Ich glaube, das Spiel ist da so gemein. Sehen wir denn schon, wie stark die sind? 962. Wenn die 962 haben und wir haben an Flottenstärke selbst 600. Das sollten wir doch schaffen, Leute. Selbst wenn die da jetzt mit ihrer 10.000er Flotte ankommen. Das kriegen wir doch gelöst. Warum ist das rot? Sind die noch nicht repariert? Doch. Warum ist denn das rot? Das weiß ich gar nicht, Leute. Ich hab Bock, den Krieg zu erklären. Seid ihr dabei, Leute? Wer von euch meldet sich freiwillig? Wer zieht mit mir in die Schlacht an Bord der Sinnflut Nord? Flotten 1 und 2. Freiwillige bitte. Freiwillige von euch bitte einmal melden. Kommt mal her. Ich rekrutiere dich. Und dich. Und dich auch. Ja, sehr schön. Ja, Attacke. Leute, wir brauchen alle. Jeden Mann, jede Frau... Alle werden gebraucht. Wir sagen hier einmal Krieg erklären. Wollen wir sie vassalisieren? Oh, wäre natürlich auch spannend.
Das können wir später noch machen. Wir werden jetzt erstmal unsere Gebiete erkunden wollen. Das sind die Quadlut, die haben auch keine Verteidiger. Eroberung Anspruch. Wir haben einen Anspruch. Wir machen das mal. Pazifisten bei uns. Echt, bei uns, bei den Ketariern gibt es Pazifisten. So. Ab nach Stovokor, genau. Jetzt haben wir Krieg mit denen. Die haben jetzt auch noch Krieg mit den anderen. Sehr schön. Jetzt direkt erste Flotte unter Admiral Koral. Schön. Geht nicht. Warum geht das nicht? Ach, wahrscheinlich müssen wir weiterlaufen lassen, damit es geht. Jetzt sollte es gehen, genau. Und jetzt die hier rein, bitte. Sehr schön. Was haben wir ausgebaut? Hier haben wir die Sternbasis ausgebaut. Was haben wir denn hier gebaut? Ankerpass. Ach so. Ah, ich glaube, wir hatten die irgendwie ausgebaut. Warum haben wir die denn ausgebaut? Hä? Bin ich gerade etwas überrascht. Aber egal. Kriegserklärung wurde angenommen. Endlich! Ketari, dieser Krieg wird der Anfang vom Ende eurer jämmerlichen Nation sein. Ich bin da etwas anderer Meinung. Wir ignorieren das noch ein bisschen mit den 16 minus bei den Konsumgütern. Wir können vielleicht bei der Industriewelt noch was machen. Können wir hier irgendwas anders priorisieren? Nö, die sind hier alle da, die Handwerker. Wir brauchen einfach mehr Wachstum. Hier haben wir ja noch eine Fabrikwelt. Warum ist das eigentlich eine Fabrikwelt? Das ist ja irgendwie, weiß ich immer nicht, ob das so sinnvoll ist, eine Fabrikwelt. Ist das hier automatisch? Ach, das wird automatisch gewählt. Ach Gott, was hatten wir denn hier vorher? Fabrikwelt war, das war doch, wenn dann eine Industriewelt, oder? Müsste eine Industriewelt gewesen sein. Wir bauen mal noch einen Industriebezirk hier hin. So, müssen wir Erlasse erlassen? Wir können mal reingehen. Wir könnten uns ein bisschen was leisten, ne? Zum Beispiel Schildverstärker können wir uns leisten. Bodenräumung brauchen wir nicht. Flüchtige Sprengstoffe, flüchtige Munition, Reaktivpanzerung. So ein bisschen was machen wir mal an. Nicht zu viel, wir haben ein bisschen was auf der hohen Kante, aber je schneller wir sind, desto besser ist das Ganze. Wir machen mal ein bisschen was an und kämpfen. Oh, das geht aber sehr schnell. Nicht zu schnell. Jetzt, wir wollen ja ein bisschen was sehen. Die dritte Flotte ist auch repariert. Das ist gut. Haben ein kleines Minus hier oben. Das ging ja wahnsinnig schnell. Super. Können wir jetzt schon wieder Frieden schließen? Naja, noch nicht ganz. Relative Flottenstärke, schaut mal, plus 50. Das heißt, wir sollten eigentlich in der totalen Übermacht an sein. Dann bin ich ja tatsächlich dafür, dass wir hier weiter durchfliegen und uns auch Schara und Geront holen und vielleicht hier noch andere Bereiche. Mal gucken. Also, wenn die so schwach sind, nutzen wir die Gelegenheit. Geht es uns hier gut? 97%. Wir fliegen mal direkt weiter. Was erwartet uns hier? Eine kleine militärische Außenposten mit Überlichtinhibitor. Und eine Welt. Da brauchen wir unsere Armee. Können wir mal direkt hier hinschicken. Mal direkt in Orbit einfliegen. Die kommen von weit her. Die kann sich schon mal auf den Weg machen. Noch sehen wir auch keine feindlichen Flotten. Mal gucken, ob uns das gelingt, Leute.
einmal nach Chara weiter. Chara, Kara, wie man das auch immer ausspricht. Kinetik waschen nur, Waffen nur 75%. Verfehlt 12%. Naja. Naja, naja. Wir kämpfen schon. Mal gucken, wie es denen dort geht. Bisschen, aber es scheint zu funktionieren. Wir gucken uns einmal die Flotten an. Dritte Flotte verbessert. Was haben wir uns hier geholt? Das Weltraumhandelsunternehmen. Der Handel über interstellare Entfernungen bringt eine Reihe neuer Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Es ist wichtig, den Transfer von Waren von einem zum anderen System zeit- und vor allem kosteneffizient zu bewerkstelligen. Und das Ganze ist... die Büros eines regierungsunabhängigen Unternehmens, das die Verbesserung des interstellaren Handels dient. Ich glaube, das ist ein Gebäude auf so einer Sternbasis, oder? 2 Handelswert für jeden Handelsknoten. Okay, was nehmen wir uns als nächstes? Wachstumsgeschwindigkeit pro Bewohner finde ich super cool. Wir wachsen viel zu langsam. Bauplätze plus 1 finde ich auch cool. Einflusskostenansprüche kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Ressourcenjobs ist auch... Gott, ist alles cool. Wir machen mal die Wachstumsgeschwindigkeit für die Bewohner. Ich glaube, das hilft uns am meisten. Das ist ein Biologe. Haben wir einen Biologe bei den Anführern dabei, den wir austauschen könnten? Haben wir nicht. Wir haben keinen Biologen als Anführer. Okay. Dann... Wir können hier bei der Gelegenheit schon mal Anspruch erheben. Oh, schaut mal, 175. Ja, das ist dieser Angriffskrieg plus 100%, was ich sagte. Oh, hätten wir das vorher gewusst, hätte ich das vorher gemacht. Hm. 750 Forschung. Schaut euch das an, Leute. Vor einer Stunde waren wir bei, ich glaube, 400 irgendwas. Aber jetzt haben wir uns dadurch unsere weise Anführerin, weil sie sich durchgesetzt hat, einen ganz schönen Boost geholt. Behaupte ich einfach mal. Das muss unsere Anführerin gewesen sein. Krieg sei mit ihr, der Erzprophetin Wurf. Abderer Sternbasis Baureihe beendet. Hier wollten wir jetzt eine weitere Schiffswerft bauen, damit das Ganze schneller geht. Und wir könnten hier auch einen Handelsknoten. Hier ginge dieses Weltraumhandelsunternehmen. 2 Handelswert für jeden Handelsknoten. Aber woher weiß ich denn, wie viele Handelsknoten das da sind? Handelsrouten für jeden Handelsknoten. Ist das hier ein Handelsknoten? Ist all das, was hier so blau markiert ist, ein Handelsknoten? Hier, Eskant-Handelsknoten, Rebolont-Handelsknoten, Mura-Handelsknoten, Maragis-Handelsknoten. Gott, hier ist eine ewig lange Strecke. Okay. Gott, Gott, Gott. Mutstram. Da bekommen wir sogar 100%. Wie viel bekommen wir denn da? 0. Für diese lange Entfernung bekommen wir ganze 0 Handelswert. Das ist aber gemein. Handelsschutz 16. Handelsknoten sind die Gebäude in den Sternbasen. Ach, bedeutet das dann, dass gar nicht die angeschlossenen Handelsknoten gemeint sind, sondern... Das damit gemeint ist, wie viele Handelsknoten ich hier vor Ort habe. Okay, ich verstehe. Also wenn ich dann hier ein Handelsunternehmen habe, bekomme ich für jeden Handelsknoten, den ich hier drin gebaut habe, 2 mehr. Also ich würde das jetzt 2 Energie bringen. Das ist ja nicht so viel.
Starterfahrung für Schiffe, das würde sich doch dann auch hier anbieten, wenn wir hier ganz viele Schiffe bauen wollen. Machen wir mal die Sternflottenakademie, die wir hier gründen. Sehr schön. Aber wir kämpfen noch. Müssen wir hier oben was gucken? Nachschub ist angekommen. Den Nachschub könnten wir mal direkt hier mit reinschicken. Und das hier ist auch... Was ist denn das hier? Durchnässte Untiefe? Wo kommt die denn jetzt her? Durchnässte Untiefe? Oh, die sollten sich bestimmt mit der zweiten Flotte verbinden. Die zweite Flotte ist ja erbärmlich klein. Das müssen wir dann gleich erstmal aufräumen. Offensichtlich habe ich die aus Versehen getrennt oder so. Die durchnässten Untiefen. Okay, hier wird jetzt der Planet ein bisschen bombardiert und wir bekommen noch eine Info aus unserer archäologischen Stätte. Wir springen mal wieder rüber zur Bibliothek. Hier drauf. Bei unseren Ausgrabungen in den Höhlensystemen auf Antares 6 sind wir auf die gut erhaltenen Überreste einer unterirdischen, hochtechnologischen Gesellschaft gestoßen, die sich dort ausgebreitet hatte. Viele der Ruinen sind in erstaunlich gutem Zustand. Und es ist uns gelungen, das zu finden, was unsere Forscher als eine Art Bibliothek verschlüsselter Datenkristalle bezeichnen. Hoffentlich können diese Aufzeichnungen etwas Licht ins Dunkel bringen und uns begreifen lassen, was hier geschehen ist. Ja, ich will auch wissen, was hier geschehen ist. Immer noch nur ein Artefakt. Dürften gerne ein paar mehr Artefakte sein, mit denen kann man auch coole Sachen machen. Weitermachen. Wie lange dauert das denn hier noch? So, die Flotten hier oben scheinen fertig zu sein. Es ist immer noch keine Feindflotte in Sicht. Das ist ja großartig. Prima. Dann können wir jetzt mal die zweite Sintflutflotte mit den durchnässten Untiefen sagen, dass die sich verbinden sollen. Nachschub ist auch da und die erste Flotte kann die sich hier vor Ort reparieren. Ja, nicht ganz, aber sie könnte jetzt schon mal hier hinfliegen. Und das System wollen wir natürlich auch beanspruchen jetzt. 175 ist teuer, kriegen wir aber hin. Fordert unbesetzten Planeten, das kriegen wir gleich noch hin. Kapitulation. Ja, also sobald der Planet hier weg ist, unsere Flotte ist ja auf dem Weg mit den Armeen. Wo sind die? Auf Maraktis. Die sind gleich da. So, und der Rest fliegt hier auch alles rein. Das sollte auch die einzelne Flotte hier, die erste Flotte, alleine schaffen können. Wir gehen trotzdem mal gucken für die Forschung. Haben jetzt Autokanonen als kleinen Slot bekommen. Weiß ich nicht, ob wir die jemals einsetzen werden, denn den Small Slot finde ich ein bisschen lasch. So, modulares Bauwesen, seltene Tech, Baukosten, Sternbasen, minus 25% und Modulkosten. Das wäre natürlich cool. Ist selten. Gibt es was anderes, was wir ganz dringend brauchen? Rumpfstärke ist cool, Produktion ist auch immer cool. Wir schieben mal diese seltene Tech mit ein. Haben wir ein Viertel weniger Baukosten für Module und Sternbasen. Das sollte ja wohl hier kein Problem sein vor Ort. Geringfügige Militärsanktionen wurden verabschiedet und ich glaube, das war gar nicht so umstritten, so klar, dass das verabschiedet wird. Was haben wir denn jetzt hier konkret verabschiedet? Geringfügige Reiche denunziert wurden oder die galaktische Gesetze gebrochen haben. Haben wir, glaube ich, nicht. Die bekommen dann geringfügige Abzüge. Und als nächstes, Leute, toi toi toi, als nächstes kommen endlich mal unsere Astralstudien ran, dass wir noch mehr von Forschungsstationen bekommen. Die Sternbasen werden auch teurer. Aber wir wollen ja die Forschung ein bisschen voranbringen. Dauert allerdings noch 2 Jahre, bis die Abstimmung läuft. Wo werden wir noch angegriffen? Ach, hier. Sind wir noch am Kämpfen.
So. Prima. Keine Verluste zu verzeichnen. Ihr schlagt euch erstaunlich gut heute. Ich bin ganz angetan, muss ich sagen. Von eurer Leistung bisher. Wollen wir das System auch uns holen? Hier gibt's Gase. Oh, das System ist auch spannend, Leute. Das will ich auch haben. Da fliegen wir mal direkt als nächstes hin. Brauchen wir ein bisschen Heilung? Können wir das hier vor Ort machen? Dafür könnten wir jetzt so einen Bogen fliegen. Ach komm. Die sind irgendwie immer noch nicht da. Aber wirklich viele wissen wir auch immer noch nicht von dem. Aber wir sehen nichts von der feindlichen Flotte. Also Hinda. Hier ist Nachschub ist da mit der zweiten Flotte. Das sind die vier Kreuzer. Das sind die ersten Kreuzer hier. Die wollen wir auch zusammenlegen. Es hat die Flotte Kreuzer. Sehr schön. Kann auch direkt hier nach oben fliegen. Fliegen beide nach oben. Mal gucken, wie geht's denn hier weiter? Was ist denn noch spannend? Das haben wir nicht erkundet. Also das ist insofern spannend. Ich meine, es kann dann von drei Seiten aus eingenommen werden, ist aber trotzdem hier so ein Engpass zu uns. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ein bisschen Gier kommt da ein bisschen durch. Mehr. Aber wir wollen nicht vergessen, hier haben wir immer noch unsere Planeten. Hier gibt es wieder einen Arbeitslosen. Kriminalität von Bewohnern plus 100. Das tut schon weh. Obwohl wir hier gerade sogar einen Erlass haben. Alles kriminelles Pack hier. Aber sie forschen gut. Ja, was sollen wir machen? Wir bauen die weiter hier die Forschungskomplexe aus. 800 haben wir inzwischen. Wahnsinn. Wir müssen ein bisschen auf die Gase aufpassen. Da haben wir aber unsere Raffineriewelt hier. Wobei, ja, wir könnten noch Leute vom Vollstrecker hier oder von den Medizinarbeitern da auch umsortieren. Warum? Hier wird nicht migriert, aber es gibt ein gutes Wachstum. Wir bauen uns, glaube ich, mal noch eine exotische Gasraffinerie hier. Geht auch schneller. Und wir bekommen 10% mehr daraus hier auf dem Planeten. Moin Zeljkovic. Das haben wir uns angeschaut. Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas übersehen? Die sehen alle noch gut aus. Hopsala. Die können wir dann bald auch anfangen. Wenn sobald die Perlentaucher endlich mal besetzt wurden. Wenn wir die Perlentaucher besetzen, haben wir dann noch Probleme bei den Konsumgütern? Sag mal, können wir das mal hier hoch machen? So. Wo fehlen die jetzt? Hä? Hier sind die hier alle besetzt? Ach, haben wir jetzt hier die Büroangestellten hochgezogen? Ich verstehe es nicht. Hä? Aber es hat offensichtlich ein bisschen was bewirkt. Unser Gouverneur Slappenpimlwmp hat neue Eigenschaften entwickelt. Er ist jetzt Umwelttechniker, kann Blocker besser entfernen. Okay. Unsere Flotten landen, unsere Armee. Gleich mal schauen. Ja, unser... Oh, sehr schön. Überhaupt kein Problem hier auf Shara. Direkt eingenommen. Während unsere Flotten hier oben die Welt angreifen. Hier gibt es auch ein Hyperraumrelais. Aber glaube keine Welt, wenn ich das richtig sehe. Aber ordentliche Stationen. Das wird ja auch kein Problem sein, die einzunehmen. Wir könnten jetzt schon den Status Quo verhandeln. Das ist ja cool. Kriegsziele durchsetzen wäre auch schon fast sofort möglich. Das könnte ein ganz schneller Blitzkrieg hier werden, Leute.
Wobei wir aufpassen müssen. Ich glaube, das kann dann auch automatisch passieren. Da sind wir nicht mehr im Krieg. Wir sollten hier schon mal den Anspruch erheben. Das System ist mir erstmal wichtiger als das System. Das geht noch nicht jetzt, ne? Oh, es fehlen 74. Vielleicht können wir den Krieg noch ein bisschen rauszögern. Wenn wir das System noch mit dazu bekämen, wäre schon hübsch. Die Sozialforschung brauchen wir aber dringender als die Physikforschung und den einen Gaspunkt, den können wir uns auch anderweitig holen. Hier wird geschossen. Anführer neue Stufen. Unsere Erzprophetin. Die hat die Stufe 4 erreicht, das ist gut. Ach, ich habe, glaube ich, das Falsche gerade weggeklickt. Und jetzt haben wir, oh, einen neuen Antrieb, Hyperraumantrieb 3. Das ist cool, können wir uns schneller bewegen. Eine neue Generation von Hyperantrieben. Besser als der Warp-Antrieb, bekannterweise, die sich im Hyperraum vorhandenen Hyperraumstrudeln zunutze machen können. Dies führt zu drastisch erhöhten Antriebsleistungen. So, wir könnten ein bisschen in unsere Abwehr investieren für Verschlüsselung. Ja. Gravitonsensoren, Horchposten ist schon angeforscht. Eine Bergbahndrohnenlaser bringt uns nicht mehr viel. Plasmalaser. Plasmawerfer. Energienexus braucht auch Gase. Haben wir mehr Techniker? Stratosphärische Ionisierung. Wir machen mal die Verschlüsselung, das geht ganz schnell und kann uns auch helfen, bevor hier irgendwelche bösen anderen bei uns Spionage betreiben. Ja. Es ist schon passiert. Es ist schon passiert, dass jetzt Frieden da ist. Wir gestehen unsere Niederlage ein, aber für die Konföderation der Qualut handelt es sich dabei wohl kaum mehr als um einen temporären Rückschlag. Bestmöglicher Ausgang. Also das hätte ich schon noch gerne dazu. Können wir den gleich wieder den Krieg erklären? Krieg erklären, das geht nicht. Bis 97. Oh, 10 Jahre lang können wir den jetzt keinen Krieg erklären. Hätten wir das vorher genutzt, aber das war das wichtigere System für uns. Und das ist ja so ein kleines System hier. Also vielleicht in 10 Jahren. Vielleicht gönnen wir uns mal so einen eigenen Vasallen. Wobei, also das System hätte ich gerne für uns selbst. Wenn die so einen Vasall haben, hier. Na, mal gucken. Ach. Hättest du halt vor dem Krieg die Ansprüche gestellt? Ja, hätte ich das vor dem Krieg gewusst. Aber Leute, warum feiert ihr nicht? Ein bisschen Party wäre doch jetzt wohl mal angesagt, oder? Endlich kommen wir hier durch. Von unserem einen Seite des Reiches zur anderen. Also echt, dafür können wir uns doch mal feiern lassen, oder? Gleich mal wieder zurück. Oh, wo ist denn deine Heimatstation? Die zweite. Auf Abdera. Ich weiß, ich glaube, die zweite. Können wir die auf Schara einsetzen? Brauchen wir hier. Was ist denn das hier? Schiffswerft verbessern. Also wir haben sowieso eine Sternbasis jetzt zu viel. Und wenn, dann hätte ich die Sternbasis lieber hier im Grenzbereich. Die Stufen wir mal herab. So. Opyra, was haben wir hier? Handelsknoten. Besatzungsquartiere. Ja, Mura haben wir zum Beispiel auch gebaut, um uns hier zu verteidigen. Bräuchten wir jetzt eigentlich auch nicht mehr so dringend. Handelsknoten, Schiffswerft, Maraktis. Den stufen wir auch herab und den bauen wir hier aus. Aber bauen wir den jetzt aus oder warten wir, bis wir 14 Monate können wir noch warten? Dann haben wir nämlich die Sternbasis, das modulare Bauwesen. Dann bauen wir hier Uxplorix aus. Die Anlasse müssen wir rausnehmen. Danke für den Hinweis an Vacuum Energy. Wir brauchen jetzt keine flüchtige Munition mehr, keine Schildverträger. Verträger.
Verstärker, keine Panzerung mehr. Die Treibstoffdinger finde ich schon ganz cool, wenn wir schneller fliegen können. Aber brauchen wir auch nicht dauerhaft aktiviert. Komm, wir lassen das weg. So, wie machen wir denn das jetzt? Also die zweite und die erste Flotte. Die erste Flotte fliegt zur Mura-Station. Da ist irgendwie ihre Heimat. Ja, und die erste Flotte kann tatsächlich nach Abdera zurückkehren. Die müssen wir dann einfach halt mal vielleicht ein bisschen umbenennen in erste Sintflut West, Ost, weil wir ja hier ganz viele Reichsgrenzen haben, ne? Das ist dann auch okay, wenn die zurückkehrt in Richtung, nee, nicht Mura. Hast du Mura als Heimatbasis? Dann nehmen wir mal Abdera. Oder Stepnah, das wäre sogar, aber hier. Wir nehmen mal Abdera. Beide gehen jetzt nach Abdera. Da soll aber nur die erste hin. Und du sollst doch eigentlich zurückkehren. Hast du auch Abdera? Ist ja unglaublich. Du kannst mal. Du kannst sogar. Ja, wir nehmen mal jetzt erstmal Mura, später wird es Uxplorix sein. Für dich einmal Mura, bitte. Wo ist sie denn? Mura, Mura, Mura. Da oben. Einmal nach Mura bitte zurück. Jetzt haben wir es, glaube ich, ne? So. Kompliziert, aber hat geklappt. Sieg. Wir haben drei Systeme, einen Planeten bekommen auf Quadlut. Den haben wir eingenommen. Der müsste hier sein. Den müssen wir uns natürlich jetzt anschauen. So, was haben wir denn hier? Ist ja toll ausgebaut, nämlich mit einer Robotermontageanlage, Wirtschaftszonen, Genkliniken. Also da bauen wir als nächstes auf jeden Fall mal einen Stadtdistrikt, damit wir überhaupt ein bisschen was noch machen können. Nahrung verbrauchen die viel. Wen haben wir denn hier? Auch die Isravanna-Roboter haben wir hier, Evariten. Die Evariten hatten wir, glaube ich, vorher schon. Bei uns, ja. Die sind sehr stark. Von denen können wir zukünftig die Armeen rekrutieren. Mit plus 40% ist ja der Hammer. Die sind auch super in der Ressourcenproduktion. Leider sind es Einzelgänger. Auch noch streitsüchtig sind. Okay. Ja, Quadlut. Damit haben wir jetzt hier wieder einen neuen Sektor. Der sollte dann natürlich dann auch für uns einen Namen bekommen. Ja, ein bisschen bewässern wäre eine Idee. Kontinentale Welt ist das Ganze. Wir können leider noch kein Terraforming machen. Wir können mal einen neuen Sektor benennen. Brauchen dafür auch einen Anführer. Das leisten wir uns mal. Wen haben wir denn hier? Ja, vielleicht einen Architekten. Gerecht, Kriminalität. Ach, ich finde eigentlich das ganz hübsch mit dem Architekten. Oh, ist teuer. 650 Einfluss. Ja, aber nützt nichts. Soll natürlich hier auch dann diesen Sektor übernehmen. Für den brauchen wir noch einen hübschen Namen. Ah ja, das wird jetzt aber Nordsektor hier sein. Okay. Mit, ja, mit Steinen, ne? Oder wen haben wir hier? Wir haben die Gesteinswesen hier, glaube ich. Primär diese Evariten. Diese Evariten uns geholt. Wie könnten wir den ganzen Sektor nennen, Leute? Habt ihr da Vorschläge?
Vorschläge für den Sektor, bitte. Ich brauche eure Vorschläge, bitte. Vorschläge, bitte. Für den Sektor mit den Steinswesen dort oben. Bewässern. Ja, bewässern ist so eine Sache. Habt ihr keine Ideen? Ich mache ja schon wieder so eine überlange Folge. Liebe YouTuber, wir überlegen uns mal, wie wir den Sektor hier oben übernennen. Es ist überhaupt kein guter Cliffhanger für euch. Aber es muss ja auch nicht mal ein Cliffhanger sein. Und der Cliffhanger für euch ist, wie dieser große Sektor hier oben, dieser neue Sektor benannt werden wird. Dürft gespannt sein.